Also die Situation, die sich mir geboten hat, schon bei der Ankunft war, vor allem sehr viele Straßen sind gesperrt. Alles ist schon drauf und dran, sich zu schützen vor dem, was heute noch erwartet wird. Normalerweise der Inn mit 4 Metern Höchststand hat das bereits am frühen Nachmittag überschritten und man könnte hier heute noch mit 8,5 Metern rechnen und dementsprechend steht alles im Schutz, auch von Schärding. Man hat hier auch hinter mir, wenn man sieht, auch schon Absperrungen getroffen. Das heißt, hier ist der Inn auch schon abgesperrt. Hier soll alles vermieden werden, damit auch hier der Inn über die Ufer tritt. Man hat sich auch rundherum in den Gebäuden bereits darum bemüht, hier mit Sandsäcken alles abzusperren, so dass das Wasser auch nicht in die Gebäude eindringen kann. Man muss sich vorstellen, hier gibt es sehr viele Wohnhäuser auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite sehr viele Geschäftslokale, auch sehr viele Restaurants, wo jetzt alle auf den Straßen sind, um abzuwarten, wie sich jetzt in den nächsten Stunden zuspitzen wird. Die Menschen fühlen sich aber sehr, sehr sicher, denn alle sagen, der Hochwasserschutz, der ist in Schärding grundsätzlich sehr gut und die Feuerwehr ist auch schon den ganzen Tag im Einsatz, um sich eben darum zu bemühen, dass heute alles soweit glimpflich ausgeht. Wir haben auch kurzzeitig mit einigen Feuerwehrbeamten sprechen können. Sie haben gesagt, sie sind drauf und dran, heute dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu solchen massiven Überflutungen kommen wird. Wir hoffen natürlich nur das Beste. Jetzt schaut es derweil noch gut aus. Momentan regnet es nicht, aber das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden sehr bald ändern.